Ja, und über das, was da gerade in Berlin passiert, will ich sprechen mit Dorothee Deneuve, Politikwissenschaftlerin der Uni Gießen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Das, was wir da gerade gehört haben, warum macht Friedrich Merz das? Einerseits kritisiert er Olaf Scholz dafür, Paragraph 218 zum Wahlkampfthema zu machen mit seiner Unterschrift. Andererseits macht er es doch dann selbst mit einem solchen ja auch sehr deutlichen Statement heute Morgen dann doch auch selber zum Thema im Wahlkampf. Ja, ich glaube, jetzt ist das Thema auf der Agenda und das wird sich nicht so schnell wieder einfangen lassen. Tatsächlich ist es ein Thema, das ja immer sehr emotional diskutiert wird. Und eine emotionale Debatte dürfen wir auch in Deutschland erwarten. Aber die Mehrheitsverhältnisse haben sich bei dieser Frage doch gewaltig verändert in den letzten Jahren. Es gibt eine Anfrage, die Umfrage, die im Auftrag des Ministeriums angefertigt wurde im Jahr 2024. Und die zeigt, dass 3/4 der BürgerInnen in Deutschland dafür sind, dass innerhalb dieser 12 Wochen die Abtreibung legalisiert wird. Und selbst bei den KatholikInnen gibt es eine Zweidrittelmehrheit und eben auch bei den WählerInnen der CDU und CSU. Das heißt also, das Thema, dieser Riss, der da möglicherweise sich abzeichnen wird, der wird auch mitten durch die Union gehen. Ja, und das, was Sie gerade sagen, ist auch spannend, dass dieses Thema jetzt so früh im Wahlkampf dann ja schon auch bewusst aufgebracht wird. Das passiert da ja keinem der beiden aus Versehen. Zeigt ja schon auch, auf was für einen Wahlkampf wir uns gefasst machen können. Nämlich, Sie haben es gerade schon gesagt, einen, der bewusst wahrscheinlich sehr emotional geführt werden wird, oder? Ja, das wird emotional geführt. Das wird insgesamt ist zu erwarten, dass es in diesem Wahlkampf jetzt wieder auch mehr um gesellschaftspolitische Themen gehen wird. Und da ist das Abtreibungsthema eines der Themen. Und das Bürgergeld ist ein anderes. Ja, und ein anderes spannendes Thema auch an diesem Tag ist die Schuldenbremse, an der am Ende ja die Ampel denn dann auch, wie genau, weiß man ja nicht, da widersprechen sich ja auch die Aussagen gegenseitig, aber Fakt ist, die Schuldenbremse war am Ende das entscheidende Thema, woran diese Ampel zerbrochen ist. Jetzt macht Friedrich Merz plötzlich eine Diskussion auf, die er eigentlich immer ausgeschlossen hat, nämlich die Schuldenbremse eventuell doch abzuschaffen, vielleicht sogar noch mit dem jetzigen Parlament. Dann ist er wieder zurückgerudert. Was steckt dahinter? Also für Friedrich Merz ist das jetzt nicht ganz unheikel, wie er argumentiert, nicht? Also erst ging es um die Debatte um den Termin der vorgezogenen Neuwahl. Da ist er zurückgerudert. Jetzt geht es um die Debatte der Schuldenbremse. Und man merkt, dass diese radikale Position der CDU jetzt abgebaut wird, weil offensichtlich die Erkenntnis durchdringt, dass Investitionen dringend nötig sind, dass die Länder dringend Geld brauchen, um nötige Infrastrukturprojekte realisieren zu können. Und ja, für Merz ist das nicht unheikel. Aber es wird nicht leicht für ihn, die Bundestagsfraktion in dieser Frage hinter sich zu versammeln. Denn die Bundestagsfraktion hat diese Linie in den letzten Monaten ganz klar vertreten. An der Schuldenbremse wird nicht gerüttelt. Ich denke, bei der FDP reibt man sich heute ein bisschen die Augen, weil das war doch eines der Themen, bei denen die FDP davon ausgehen konnte, dass sie mit der Union eine gemeinsame Linie vertritt. Und sich ja auch Hoffnung macht auf eine mögliche gemeinsame Bundesregierung. Die Frage ist ja auch, das wurde jetzt auch in vielen politischen Talkshows in den vergangenen Tagen nach dem Ampelaus diskutiert. Liegt es vielleicht auch daran, dass eine neue Regierung am Ende, das haben wir jetzt häufig gehört, egal wie sie aussieht, immer wieder an dem gleichen Punkt landen würde wie jetzt die Ampelregierung, nämlich dass es ohne ein Auflösen der Schuldenbremse in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Lage gar nicht gehen wird und dass Friedrich Merz vielleicht hofft, das Thema jetzt sogar noch vorher mit einer Zweidrittelmehrheit, die es ja dann noch geben könnte, abzuräumen? Ja, ich meine, wir sollten uns vielleicht noch mal kurz daran erinnern, warum wir diese Schuldenbremse überhaupt gekriegt haben. Die Idee dahinter, die ist natürlich eine gute gewesen. Es ging darum, den Schuldenberg für künftige Generationen nicht exorbitant anwachsen zu lassen. Und diese Idee ist ja immer noch wichtig. Gleichzeitig ist es eben so, dass wir ein gewaltiges Investitionsdefizit haben und die Ressourcen dafür, besonders wenn wir jetzt für Sicherheitspolitik auch noch höhere Investitionen brauchen, nicht einfach aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Und da braucht es eine neue Lösung. Und die Reform der Schuldenbremse bedeutet ja auch nicht notwendigerweise, dass die Schuldenbremse komplett weg ist.
sondern es geht ja darum, eine möglicherweise eine partielle Aufweichung der Schuldenbremse für bestimmte Investitionen, die nötig sind. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so kurzfristig noch entscheiden kann vor der Neuwahl. Also das würde mich wiederum auch wirklich wundern. Andererseits wird es nach der Wahl schwierig, eine Zweidrittelmehrheit für diese Entscheidung aufzubringen. Das zeichnet sich eben auch ab und dadurch gibt es einen gewissen Handlungsdruck jetzt. Ja, spannende Zeiten im Parlament auf jeden Fall. Frau Denneff, Sie bleiben bei uns bitte für den Moment. Haken wir aber mal ganz kurz CDU und SPD thematisch ab und blicken auf die Grünen. Die beschäftigen sich an diesem Wochenende erst noch mal kurz mit sich selbst, bevor es dann so richtig in den Wahlkampf geht. In Wiesbaden findet der schon lange geplante Bundesparteitag statt. Dabei will die Partei einen neuen Parteivorstand und Robert Habeck als Kanzlerkandidaten wählen. Der Parteitag dürfte richtungsweisend für die Partei im Wahlkampf werden. Ich nicht. Logisch. Omid Nuripur holt sein Hessisch hervor. Für den Parteivorsitzenden, aufgewachsen in Frankfurt am Main, ist der Parteitag in Hessens Hauptstadt Wiesbaden so etwas wie ein Heimspiel und für beide Vorsitzenden gleichzeitig der Abschied vom Amt. Es war immer mal klar, dass es einen Neustart braucht und dementsprechend gehen wir mit Stolz, auch weil wir ein gutes Haus, gut bestelltes Haus, eine hervorragend aufgestellte Partei überlassen in schwierigen Zeiten. Schwierige Zeiten sind es tatsächlich, auch für die Grünen. Bislang war es ein Katastrophenjahr für die Partei. Herbe Verluste bei der Europawahl und in Sachsen, ganz aus den Landtagen geflogen in Thüringen und Brandenburg. In der Konsequenz treten die Parteivorsitzenden zurück. Jetzt bewerben sich Franziska Brandner und Felix Banatschak um den Vorsitz, kurz nach dem Ampel-Aus, mitten in einer parteiinternen Krise, mitten im Wahlkampf. Wir würden manches vielleicht anders machen als in 3 Jahren Ampeln, aber wir stehen zu den Erfolgen, die wir erreicht haben, aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Und dafür steht auch Robert Habeck, dafür steht seine Kandidatur. Robert Habeck wird die zentrale Figur auf dem Parteitag, soll zum Kanzlerkandidaten gekürt werden, auch wenn es die Partei jetzt vielleicht doch nicht so nennen will. Auch Annalena Baerbock soll laut Plan eine wichtige Rolle spielen. Die linksgerichtete grüne Jugend formuliert schon mal Haltelinien. Wichtig ist, dass wir auf den gleichen Grundsätzen stehen und dass Anträge, die wir entscheiden, auch wahrgenommen werden von Robert Habeck. Und ich bin da zuversichtlich, dass er das tut. Aber das ist unsere Bedingung. Er ist nicht Kanzlerkandidat in irgendeinem Universum, sondern ist Kanzlerkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Und das ist die Relevanz. Und das muss er zeigen. Inhaltlich dürfte gerade das Thema Migration hitzig diskutiert werden. Matthias Schimpf ist Grünen-Mitglied und in der Kommunalpolitik zuständig für den Bereich Migration. Er fordert einen Kurswechsel seiner Partei. Heißt auch Asylzentren an den EU-Außengrenzen. Und Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Das Entscheidende ist, wenn wir allen Menschen hier ein Aufenthaltsrecht gewähren oder alle Menschen bei uns bleiben können, die zu uns kommen wollen, dann funktioniert eben unsere Gesellschaft nicht und dann kippt auch das Thema Humanität. Ich weiß, dass dieser Parteitag sehr, sehr schwierig werden wird, auch gerade in dieser Diskussion, aber wir müssen uns dieser Diskussion stellen. Schimpf fährt auf den Parteitag und bringt sein Anliegen als Antrag ein. Die grüne Jugend widerspricht jetzt schon heftig. Wahlkampfbereit, so wollen sich die Grünen in Wiesbaden zeigen. Gut möglich aber, dass Wiesbaden auch eine verunsicherte Partei zeigt, die mit sich ringt. Ja, und den Parteitag übertragen wir live ab 18 Uhr und das ganze Wochenende selbstverständlich hier bei Phoenix. Bei uns ist noch immer Politikwissenschaftlerin Dorothee Denneff. Und Frau Denneff, ich möchte erst mal fragen, was sind die wichtigsten Fragen, die die Grünen bei diesem Parteitag für sich selbst und dann auch infolgedessen für den kommenden Wahlkampf klären müssen? Naja, also manche Fragen sind ja schon geklärt, nicht? Also, aber natürlich wird das jetzt durch den Parteitag nochmal formvollendet entschieden, wie die Kandidaturen aussehen werden, mit welcher Person die Grünen ins Rennen gehen. Robert Habeck ist gesetzt, ich denke, das wissen wir alle. Und ansonsten geht es jetzt darum, dass die Grünen in dieser schwierigen Konstellation ihre politische, programmatische Linie finden. Und da gibt es ein paar Punkte, die auf jeden Fall klar sind.
sind. Die Grünen werden mit einer klaren klimapolitischen Agenda ins Rennen gehen und sich damit eben auch klar unterscheiden von den anderen, von der politischen Konkurrenz. Und in anderen Fragen, eben besonders in der Migrationspolitik, können wir erwarten, dass das konflikthaft wird für die Grünen, hier ein Angebot zu machen, mit dem sie dann letztlich einerseits ihrer eigenen parteipolitischen Linie treu bleiben und andererseits Kompromissbereitschaft signalisieren, die sie dann eben auch als potenzielle Koalitionspartner in Frage kommen lässt. Robert Habeck musste sich für seine angekündigte Kanzlerkandidatur, schwieriges Wort, ja auch viel Spott anhören. Man muss sich seine Werte aber mal anschauen. Das ist ganz interessant. Eine neue Umfrage, die zeigt, 24% der Menschen in Deutschland halten ihn doch für einen geeigneten Kandidaten. Das sind doch konkurrenzfähige Werte mit Merz und Scholz. Im Beliebtheitsranking ist er vor Scholz. Wird Habeck da gerade eigentlich schlechter gemacht, als er vielleicht wirklich dasteht und vielleicht deshalb auch von manchen politisch unterschätzt? Das kann durchaus sein. Robert Habeck hat einfach einen anderen Stil der Kommunikation. Und das kommt weit über die grüne WählerInnen-Klientel hinaus bei vielen gut an. Er versucht nicht, die Dinge zu einfach zu machen und zu unterkomplex darzustellen, sondern er versucht, die Widersprüchlichkeit und auch das Ringen um Entscheidungen mit den Wählerinnen zu kommunizieren. Und das ist etwas, was auf der anderen Seite das Gefühl entstehen lässt, dass man ernst genommen wird mit seinen Sorgen und Nöten. Ja, und wenn wir schon bei Beliebtheitswerten sind, dann müssen wir natürlich auch doch noch mal ganz kurz zurück zur SPD kommen. Da ist erstaunlich, die SPD hat mit Pistorius den beliebtesten Politiker Deutschlands in ihren Reihen und trotzdem soll es Olaf Scholz machen. Glauben Sie, mit Bitte um kurze Antwort, soweit das bei dieser Frage geht, bleibt es Olaf Scholz und wieso macht die SPD? Das ist doch eigentlich ein Fehler. Es ist jetzt in dieser Situation, die so an so vielen Stellen sind die Dinge ins Wanken geraten, wichtig für die SPD, Stabilität zu zeigen, Verlässlichkeit zu zeigen. Und jetzt in dieser Phase einfach so mit irgendwelchen Hintertüren-Deals sich für eine andere Kandidatur zu entscheiden, das würde, glaube ich, nicht gut ankommen. Auf der anderen Seite ist es noch nicht entschieden abschließend. Nicht? Also die Partei wird letztlich entscheiden, mit wem sie ins Rennen geht. Und solange diese Entscheidung nicht gefällt ist, ist im Prinzip noch alles offen. Tja, und wenn uns die vergangenen 2 Wochen eines gezeigt haben, dann tatsächlich, dass politisch jederzeit eine Menge passieren kann. Vielen Dank für diese Einschätzung hier bei Phoenix. Danke, dass Sie bei uns waren.